So, warte mal, man baut gar keine Hydra, wa? Die Leute bauen alle Full Lethality, die ich hier sehe. Da geht niemand Hydra. Hydra ist das Tankbild. Es ist wirklich Prowler's Claw into Collector into more damage. Ja. Yeah. Okay. Was für Summoner's Ghost wahrscheinlich, wa? Flash, actually. Na gut. Ja gut, kann man eher ranflashen an Gegner, I guess. Ja, wir spielen auch nicht das Bild, das am besten ist gerade. Wir spielen nicht das, was gut ist. Sondern wir spielen das, was witzig ist, ne? Wait, in FlexQ sieht man ja noch Nutzernamen. Warte, in FlexQ sieht man noch die Namen der anderen? Willst du mir erzählen, dass Riot offiziell zugegeben hat, dass FlexQ nicht so wichtig ist wie Solo Duo Queue? Ja gut, die Senna auch schwierig, wa? Mit ihrem Nutzernamen. Meister des Schwertes, Tipps gegen Herzschmerz. Nicht andere Menschen nach Fußbildern fragen. Der normale Udyr-Skin sieht einfach inzwischen besser aus als einige Skins. Okay. Runen. Das sieht gut aus. Einfach kein Champion countert momentan Udyr. Wow. Alle Champions, die da stehen unter Udyr-Counters, haben zwischen 50 und 48% Winrate. Udyr ist so stark momentan. Das ist ja wild. Master Yi aber leider auch. Ich glaube, wir kriegen nochmal wieder ein Master Yi bei Nerf reingedrückt tatsächlich. Master Yi sitzt auch auf 52,2% Winrate Platin Plus. Aber in Gold halt 51. Warte mal, in Bronze auch 51. In Iron 52. Master Yi ist kein Low-Elo-Champion mehr. Ich glaube das nicht. Je höher die Elo wird, umso höher wird die Winrate. Das ist dumm. In Grandmaster sackt da rein. In Challenger ist dann wieder sehr gut, weil halt ein paar Yi-OTPs in Challenger haben. Das ist so weird, das zu sehen, dass Master Yi einfach wirklich kein Low-Elo-Champ mehr ist. Ist Q-Skill richtig? Skillt man inzwischen alles? Warte mal, ich kenne die ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo sind denn hier unsere Udyr-Jungle-Konnoisseure? Was macht meine Q jetzt? 20 Attack-Speed immer noch, okay. Meine W gibt mir auch immer noch ein Schild. Awaken, was ist Awakened? Udyr has 4 basic abilities, disrupt to senses. Udyr can recast an ability, das ist ein cooldown to gain, bonus again. Okay, also immer auch noch alte Passive, okay. Gain 180 Shield, restore health. Immunity to immobilizing disabling effects, additional movement speed. Movement speed und Immunity, Attack Speed. Das sieht ja so viel cooler aus, holy shit. Ich glaube, ich mache keinen Grump. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, ich mache keinen Grump mit Udyr. Ah, okay, die Q kann ich zweimal casten. What the fuck? Wieso kann ich die Q zweimal casten? Ah, lol. Oh, der aktive Effekt, der geht nur einmal alle 10 Sekunden jetzt. Oh. Ah, okay. Ich verstehe. Ich kann jede Ability zweimal casten, aber es ist jetzt nicht mehr alles immer sofort. Okay, und die Q-Doppelcast ist das, was stark ist, ne? Das merke ich schon jetzt. Nice. Sehr dominant von mir. Sehr, sehr guter Gank hier von dem Udyr Main. Warte mal, ich stun aber nicht mehr, oder? Ist der nicht noch? You just attack, dash him to the target and stun. What? Dash him to the target? Okay, that's not what I expected, but alright. Next to attacks increase lifesteal. What the fuck? Der Champion ist ja übel komplex geworden. Und man skillt jetzt Q hoch. Ja, okay. Alright, machen wir dann wohl einfach mal so. Und mal gucken, ob ich hier eine Chance habe. Ich habe keine Ahnung, wie das so läuft, dass wir gewonnen. Ah, sehr gut. Okay, das hat funktioniert irgendwie, I guess. Ja, Udyr Gaming. Bau, bada, bada, bau. Bada, bada, bada. Okay, die Q Second Activation macht ja schon mies viel Damage. Like, holy shit. Du willst tanken? Alles klar. Können wir machen. Ah, das war nicht das Richtige. Okay. Jetzt habe ich auch Reflex Ulti geskillt, weil Ult kann man... Oh, actually Ult als zweites Skill ist sogar richtig immerhin, okay. Okay, also ich meine, die Gegner sind halt dumm, deswegen fühlt sich das für mich nicht so an, als wenn ich was falsch machen würde. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tue. Warte mal, 200 Gold, die kriege ich aber noch. Inner Peace. Ja, wir machen Inner Peace, kein Problem. Prowler's Claw fertig, aber immer noch keine Boots. Braucht man ja auch nicht auf Udyr, ne? Ich habe ja Blue Smite oder so. Starker Smite, ich habe immer noch Probleme mit dem Smite Time. Du, läuft bei mir auch für gewöhnlich falsch. Aber gerade habe ich einfach irgendwie dran gedacht, ah ja, der macht ja 600 Damage und anscheinend unser Gegner nicht, ne? So, Lukas, ne? Das hier benutzen. 15% Increase. War das nicht mal 30%? Okay, sehr gut. Ich komme dazu. Okay. Wenn Riot Games das meint, so, weißt du, wer bin ich zu sagen, nee, finde ich nicht okay. Ich kann es ja spielen. Wieso mache ich dann mehr Schaden mit meiner E an Türmen? Mach ich nicht. Ach, das war Plating-Sache, ne?
Holy shit, ist das ein widerlicher Damage. Ich mach dich einfach, oder? Also ich meine, du bist doch underleveled, aber... Ey, das ist ja... Klar, Movement Speed und Collector, bitte. Mother Bear. Winter was? Prowling Tiger. We are eternal. Ja, ne, alles fair points. Der eine alte One-Shot-Engel, seems fair, ja, oder? Das ist auch so richtig krass. Ich weiß richtig so, ich habe jetzt richtig Bock, das im Ranked auszuprobieren. Und ich würde so krass auf die Fresse kriegen. Ich würde so krass auf die Fresse kriegen, wirklich. Aber was ist das für ein Damage? Wieso mache ich den so schnell? Like, what the fuck? Nee, doch. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Das ist natürlich ungünstig jetzt. Im Late Game useless. Ja, im Late Game ist sowas natürlich sehr, sehr schwer zu spielen, das stimmt wohl. Aber ich meine, im Optimalfall kommst du halt gar nicht bis zum Late Game, ne? Im Optimalfall endest du nach jedem Gang mit einem Plating oder Tower und dann ist das Ding einfach Todesrip nach einer schnellen Zeit. Okay, ich bin schon ein bisschen verlockt, das zu spielen, so, weil Udi ist jetzt auch nicht so fern als Champion von Master Yi. Ich kann halt nicht einschätzen, ob das gerade pures Glück ist oder mit der Elo zu tun hat oder ob das wirklich so broken ist, wie sich das anfühlt. Hat der Momo echt runter? Sieht ein bisschen so aus. Okay, gut. Ja, ich bin hier. Was? Was ist das denn? Danach kannst du ja legit auch auf Tank gehen, so. Also nach zwei Items, warum soll ich noch mehr Damage bauen? So, ich kann Death Dance drauf bauen. Was machen die Gegner dann, hä? Gar nichts. Kann ich die auch hier queuen? Nee, nicht so wirklich, okay. Nein, ich wollte switchen auf die Samira. So, wenn ich jetzt hier in Death Dance draufgehe, was wollen die dann machen? Also, das hätte ich vorher schon bauen können, das Death Dance. Das kann ich auch actually immer noch bauen, fällt mir gerade auf. Ravenous Hydra ist doch OP. Siehst du gerade wirklich, was in diesem Game passiert und schlägst mir vor, was anderes zu bauen? Man, the BSG knows no limits. Ich baue jetzt hier keine Hydra drauf. Death Dance, ich hätte das schon gerne. Ich glaube, ich mache Wolfcam und gehe wieder zurück. Macht meine Ulti jetzt auch viel Schaden? Nee, ne, die scaled mit AP. So, jetzt sollte ich unkillable für ADler sein und auch noch... Ja... Erzähl mir mehr über Yi. Erzähl mir mehr über Yi. Erzähl mir... Ach so! Wo war der Alert? Hallo, Alert! Es hat einfach den Alert gejoinkt. Ich glaub das nicht. Herzlich willkommen, meine Freunde. Willst du mal was Lustiges sehen, Jan? Guck mal. Siehst du den Drachen? Ich auch nicht. Wollt ihr aber noch was Lustiges sehen? Warte, ich arbeite dran. Komm jetzt her. Komm her. Komm her. Ich hab gesagt, komm her. Komm her. Komm her. ich hab gesagt, wir buffern ein bisschen mit League zwischen, falls du auch Lust auf Battlefield hast. Dann kannst du es jetzt updaten, runterladen, whatever. Und dann gleich mit unserem Food zusammen können wir da schön reingehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber actually, bis das Essen da ist plus das, da kann ich noch ein Udyr-Game reinschieben. Ich habe gemerkt, dass das Death Dance war noch eine schlechte Entscheidung. Ich habe jetzt am Ende nicht mehr so viel Schaden gemacht. Battlefield Bridge One, wir wollen mal wieder reingucken in 2042, einfach wie das inzwischen ist. Weil ich gesehen habe, dass inzwischen das doch ein paar Leute doch spielen.